Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix XXL und wir sehen, dass wir jetzt wieder voll auf dem Damm sind und Synchro ist wieder da und alles super, ich konnte mir Dateien sichern. Hier geht's anscheinend weiter, deswegen gehe ich hier auch nicht weiter. Ich habe erst gedacht, das wäre vielleicht ein kleiner Geheimgang, ich war mir nicht sicher. Aber es sieht nach Fortschritt aus, deswegen will ich natürlich noch gucken, was da hinten ist. In der Hoffnung, dass wir vielleicht noch einen Kranz ergattern können und da blinkt auch was. Ja! Nee, das ist ein Schild. Schade eigentlich. Sehr, sehr schade sogar. Okay, aber da hinten fliegen doch ganz viele von den Typen rum. Ich glaube, das ist aber jetzt nicht so wichtig. Ich werde hier sowieso nochmal offscreen rumlaufen müssen. Wahrscheinlich wird das ein extra Part, wenn ich hier die ganzen verloren gegangenen Lorbeerkränze suche. So, wir nehmen jetzt noch ungefähr ein Stündchen zusammen auf. Eine etwas kürzere Aufnahmesession, weil ich... Ja, ich muss halt mein Auto noch wieder abholen von einem Bekannten und da ich heute noch Rasen mähen musste und alles, habe ich halt nicht ganz so viel Zeit. Aber wie gesagt, ich habe halt noch einen ganz guten Puffer und deswegen klappt das eigentlich ganz gut, ist kein Problem. Und da geht bei der Tor-App schon los, die zweite Liga beginnt. So. Okay, alles hier platt machen. Wow, das ist aber ganz schön hammermäßig drauf. Und yeah. Also das ist echt richtig geil. Also das ist mal eine Combo, die ist hammergeil und die Mucke auch wieder mal. Lorbeerkranz. Immerhin haben wir jetzt mehr als die Hälfte. Und die Mucke ist geil. Die war lange nicht mehr. So, da sollen wir runterspringen. Ich traue mal dem Spiel, ne? Wow! Ja, ich hing da gerade fest. Okay. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Schöne Mucke. Aber der Kampf war leider viel zu kurz. Wahrscheinlich habe ich die total verschreckt mit meinem Tornado. Ich bin gerade zurückgegangen. Hä? Moment. Ist das Ganze hier doch nur im Bonusbereich gewesen? Das glaube ich nicht. Das muss hier doch weitergehen. Da habe ich bestimmt was falsch gemacht, gerade beim Runterspringen. Oder ich hätte da gar nicht runterspringen müssen. Komm, fährst du nochmal hoch? Nee. Doch. So, Moment. Es gibt zwei Richtungen. Da komme ich wieder runter. Das will ich ja eigentlich nicht. Ah, hier. Alles klar, jetzt habe ich den richtigen Weg gefunden. Gott sei Dank, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass das alles... Oh, da war was. Ach, schade. Ach Mann, da oben ist der Multiplikator. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Wie komme ich überhaupt da hinten hin? Wie soll ich denn an den Multiplikator da oben rankommen? Egal. Ist nicht so wichtig. Na komm. Egal. Das ist Käse, ne? Ja, hier wird Käse gelagert. Wir sind ja auch in der Schweiz. Das ist ja nicht so unlogisch. So. Aber es ist ein schöner Bereich. So in den Höhlen versteckt hier, wo der Käse dann reift. Irgendwie ganz geil, finde ich. Hat was. Mag ich. Und die Mucke ist auch schön gerade. Schön, schön mysteriös. Überall diese ganzen Käseleibe, kriege ich richtig Hunger. Wo ist denn jetzt gerade hingelaufen? Von hier aus hätte ich an den Multiplikator kommen können. Soll ich den mitnehmen noch? Komm. Komme ich automatisch wieder zurück? Nee, komme ich leider nicht. Schade, muss ich wieder hoch. Ja, dann bringt es ja doch nichts. Okay. Ja, das muss man alles vorher wissen, ne? Wie man an die einzelnen Sachen rankommt. Das ist echt gar nicht so einfach. Gut, wenn man das Spiel ein paar Mal durchgespielt hat, dann hat man das wahrscheinlich aus dem FF so drauf, wie das alles funktioniert. So, okay, wo geht's jetzt hier oben lang? Da. Bisschen komplizierter Weg, denn wenn man hier mal so arbeitet, wenn man hier arbeitet, sag ich mal, muss man ganz schön viel springen. Wenig Treppen und Wege. Ach du, schon wieder. Komm hier. Ah, oh, ihr Fix, macht deine Arbeit. Hat er gar nicht gemacht, oder doch? So. Okay, läuft. Gott, ist hier viel los. Ein großer Bereich. Da ist aber nichts. Fleisch ist immer gut.
Mittlerweile sogar 4 Schilde sehe ich gerade. Oh, so viel Fleisch. Scheiße, hätte ich mal aufschonen lassen sollen. Aber ich weiß es ja immer nicht, was da drin ist, ne? Helme ist immer okay. Nehme ich. Okay. Oh, da ist ein Multiplikator. Okay, dann müssen wir hier rauf und dann den einsammeln. Und dann kaputt kloppen. Oh. War schon wieder 3000 von den 100, die wir irgendwann brauchen werden. Toll. Ich meine, das ist zwar nur eine Theorie mit den 100.000, aber ich gehe da stark von aus. Alles einsammeln. Ist ein weitläufiger Bereich hier. Da kann man gerne auch mal was vergessen oder eine Ecke übersehen. Deswegen sollte man hier echt aufpassen. Na, kommst du da bitte hoch? Obelix, das schaffst du ja wohl. Schafft er auch nicht. Wieso darf ich hier eigentlich auch nicht Asterix steuern? Na gut. Essen. Na komm, ich will zumindest die da. Ich guck, ob hier noch was ist. Noch ein Multiplikator? Nee. Dann nehmen wir die mit. Wahrscheinlich ist hier noch einer drin. Nee? Okay. Da ist noch was. Aber die eine Stelle möchte ich trotzdem da eben noch ran. Hi. Ihr kommt wahrscheinlich immer wieder, wie das aussieht, ne? Ich glaube, da oben muss ich vielleicht sogar lang, wo ich eben nicht raufgekommen bin. Okay, hier komme ich zum Beispiel drauf. Da sind noch Multiplikatoren. Ah, da komme ich mit Asterix weiter. Aha. Okay, ja dann... spring mal rauf da. Hm. Komme ich da hin? So komme ich auf jeden Fall hier hin, alles klar. Wieder Fleisch. Okay, dann weiß ich zumindest jetzt, wie es da oben weitergeht. Habe ich jetzt hier alles platt gemacht? Ich weiß es nicht. Also hier liegen ja noch ein paar Helme auf der Strecke. Vielleicht die kann ich ja wenigstens bei ihm einsammeln, ne? Nehme ich die noch mit. So, und, ja, komm. Ja, die kommen immer wieder. Die stehen auch irgendwie immer an den gleichen Punkten. Aber so wirklich angreifen tun die auch nicht unbedingt. Nur wenn wir in unmittelbarer Nähe sind. Meistens laufen sie eher vor uns weg, was ich durchaus verstehen kann. Ich würde bei den beiden hier auch weglaufen. Ich habe ja keinen Zaubertrank, ne? Ich würde auch gar keinen Streit mit denen anfangen. Ich mag die beiden ja. Asterix mag ich lieber als Obelix, muss ich gestehen, aber ich mag beide. So. Ja, gut. Da geht's wahrscheinlich dann los. Da muss ich mit Obelix springen. Heppa! Wow. Okay, wie kriege ich jetzt Asterix hinterher? Wird sich wahrscheinlich gleich zeigen. Der hat sich aber überhaupt nicht gewehrt. Das war auch mal interessant. Und ihr? Boah, war jetzt auch nicht so die große Herausforderung. Hm. Also ich denke aber schon, dass Asterix irgendwie noch Gelegenheit bekommt, hier hochzukommen. Ah, hier führt auch das Seil hoch, genau. Die muss ich wahrscheinlich gleich irgendwie hier hochziehen oder sonst irgendwas. Oh, was haben wir denn da noch da oben? Was ist das denn für ein Haufen? Ah, das muss Asterix anzünden, okay. Oh, komm. Oh, gleich mache ich meine Wirbelsturm. Wenn meine Kombo voll ist, mache ich meine Wirbelsturm-Taktik. Dann guckt ihr aber doof. Komm, jetzt geht's. Los. Hey. Hallo. Jetzt aber. Hat irgendwie nicht funktioniert gerade. Boah, ist das geil. Also das haut rein, ne? Das ist mal eine Kombi, die wirklich reinhaut und die was bringt. Das finde ich so gut. Das finde ich echt so gut. Das haben sie toll eingebaut ins Spiel. Das spart auch ein bisschen Zeit und so. Sehr, sehr cool. Ah, jetzt kann Asterix aufsteigen. Er steht schon perfekt hier positioniert. Das ist gut. Ist alleine hingelaufen. Okay. Mal gucken, ob ich auf dem Weg nach oben noch irgendwas finde. Vielleicht einen Lorbeerkranz, ne? Da denke ich mal als erstes dran. Oh. Ich dachte, das wäre ein Zaubertrank, aber das ist eine Fackel. Die nehmen wir aber auch mit. So. Es fehlt noch die Feuerstelle. Wo ist die denn gewesen?
Das war der falsche Weg. Scheiße, wo muss ich denn jetzt hin? Okay, da. Das sag ich nochmal. Gut. Ja, weil es so schön war, machen wir das nochmal. Werde ich in der Zeit mal eben einen Schluck trinken. So, ich musste irgendwie eine Feuerstelle finden. Wird wohl nicht das großartige Problem werden. Sag ich jetzt einfach mal so. So, die habe ich. Muss ich jetzt nach links springen oder was? Da muss ich hin, ne? Okay. Ach, da hinten ist ja die Feuerstelle. Alles kein Problem. Haben wir auch lange nicht gehabt, dieses Feuerrätsel, ne? So. Und hoch da. Oh, das brennt aber nicht sehr lange. Oh, komm. Okay, hat gerade noch nicht gereicht. Okay, muss ich mich ein bisschen beeilen. Anzünden und losrennen. Oh, das hat jetzt schneller geklappt, würde ich sagen. Gut. Lawine. Oh. Achso. Idefix, tu deine Arbeit. Sehr schön. Und Idefix, tu deine Arbeit. Haha. Das ist schön. Und den hat Obelix direkt mal so kaputt gehauen. Auch gut. So. Immer schön Obacht, ne? So, Obacht. Ich finde, Obacht ist irgendwie so ein Wort, was man eigentlich total selten benutzt, aber ich finde es irgendwie cool. Obacht. Ist halt ein altmodisches Wort, aber ich mag gern altmodische Wörter. Ich denke halt nur nicht immer dran, sie auch mal zu benutzen! Ach, scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Oh, das ist echt ein bisschen ärgerlich gemacht. Da bin ich irgendwie, weiß ich nicht, durch irgendeine Wand, nicht geglitscht, kann man nicht sagen. Ich habe das von der, das war ein bisschen der Kameraperspektive geschuldet, dass ich halt nicht gesehen habe, wo ich lang springe. Also nochmal hoch. Nee, komm. Seht zu hier, wir haben nicht ewig Zeit. Wir wollen noch ein bisschen was erreichen heute. Ich würde ganz gerne die Schweiz heute noch abschließen. Dann gibt es ja bestimmt wieder so einen schönen Boss zum Schluss. Dann haben wir nämlich einen schönen Abschluss und dann können wir in der nächsten Aufnahmesession durchstarten mit Ägypten. So. Okay. Und jetzt nicht nochmal runterfallen, bitte. Da. Sind die jetzt wieder da, die Gegner? Nö. Irgendwo bin ich hier runtergefallen. Ich weiß gerade nicht genau, warum. Irgendwo wollte ich was nachgucken oder so und dann bin ich runtergesprungen. Da, ich bin da irgendwie über den Zaun gesprungen oder so hier. Ich wollte hier gucken. Hier um die Ecke gucken und habe mich dann irgendwie verklickt oder so. Ich weiß es auch nicht. Und guck mal, hier wäre ich dann sicher gewesen. Toll. Okay. So. Wände ein bisschen abgucken. Keinen Lorbeerkranz vergessen. Oh, es kommt wieder Schnee. Was heißt Schnee? Wieder. Was heißt, oh, Eishöhlen. Geil. Wir sind wieder im Schneebereich. Ich glaub's ja nicht. Okay. Ich kann hier nicht mehr machen als darauf. Wir haben Sam Fisher lange nicht mehr gesehen, ne? Der kommt bestimmt gleich. Jetzt, wo ich es erwähnt habe, kommt er bestimmt gleich. Das könnte jetzt ja vielleicht der letzte Bereich sein. Ich glaube, es gab immer 5 Stufen pro... Ja, ich will nicht sagen Kontinent. Land. Pro Land, so. Ja, Schweiz ist kein Kontinent. Schweiz ist ein Land, ja. Habe ich auch schon gelernt. Okay. Es sind auch nicht mal mehr 20 Lorbeerkränze insgesamt im ganzen Spiel gesehen. So, okay. Ich darf die Kamera nicht drehen. Wo ist Sam Fisher? Da hinten geht's weiter. Okay. Was ist denn da? Okay. Ich hatte gerade Angst, dass ich in den Tod rutsche. Okay, was das jetzt hier soll, weiß ich auch nicht so ganz. Aber okay, so kommen wir wieder hoch. Schön. Naja. Vielleicht gibt es hier gleich nochmal so ein Rutschen. So ein Abhang-Gedöns. Okay, jetzt kriegen wir gerade alles hier irgendwie vor die Füße geworfen. Nett. Das ist untypisch. Ah! Ja, jetzt kommen die hier wieder. Die kleinen nervigen Springer. Die haben sie mit der Schweiz ja neu eingeführt, genau wie die fliegenden Römer. Also es gab irgendwie auch immer neue Arten. In Griechenland hatten sie ja die Gladiatoren-Römer dazu geholt.
Mal gucken, was sie sich dann für Ägypten noch haben einfallen lassen. Wo bist du denn gelandet da? Ich wollte gerade sagen, aber Brücke ist ein bisschen schlecht. Das muss schon irgendwie im Schnee passieren. So. Und da ist wieder einer. Aber schön, dass ihr euch ankündigt. Dann ist das nicht so schwer. Oh. Gleich ist die Kombo wieder voll. Okay. Einfach mal übertreiben. Das ist so geil. So. Habe ich jetzt etwas verpasst? Ich glaube, das ist auch wieder so ein Endlos-Ding hier. Ich gehe einfach mal weiter. So. Ein Schneemann. Hey, was macht ihr hier? So. Okay. Der ist mir fast so ein bisschen zu ruhig, der Bereich. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Der steht da einfach und zittert. Ist da noch was? Ja, nur eine kleine... Ja, was ich für... Kleine Vertiefung, so. Da wäre eine Höhle, da sind auch Höhlen. Hm. Wo gucken wir denn jetzt mal? Okay, hier ist eine Sackgasse. Aber dann machen wir die erstmal weg. Ach, guck mal an. Hab ich den Schalter betätigt? Achso, das habe ich gar nicht gesehen. Gut, war ja anscheinend in Ordnung. So, weg damit. So, nehmen wir mal hier so ein Gedöns. Okay. Ach, guck mal, der steht hier einfach rum. Geil. Sehr schön. 8 von 12. Es fehlen nur 4 Stück. Aber wie gesagt, da habe ich bestimmt ein paar vergessen. Ja, ihr rennt gerade in die falsche Richtung, aber macht nichts. Geil. So, dann können wir jetzt hier hoch. Okay, Idefix, deine Arbeit. Okay, jetzt sind sie erledigt. Erst sind sie ihrer Waffen entledigt und dann haben wir sie erledigt. Okay. Und Helme. Wahrscheinlich wäre hier wieder irgendwo Multiplikator gewesen. Nee, heute mal nicht. Okay. Da wir gerade Lorbeerkranz haben, denke ich mal, wird hier wohl kein anderer mehr sein. Und wir können mal weiter ins nächste Gebiet schießen. War eigentlich relativ easy gerade der Abschnitt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Kombo, die wir jetzt haben, ist es natürlich allgemein sehr easy. Aber das macht Bock. Da kann man so schön auch Helme mit farmen und so. Das ist toll. Das gefällt mir richtig gut gerade. Oh, das sieht nach... Nee, ich dachte eben, das sieht nach Rutschen aus. So ein großer Oh, das sieht schon wieder nach Endboss aus. Gleich kommt wahrscheinlich wieder diese Maschine, die wir besiegen müssen. Oh, dann habe ich aber reichlich verpasst. Okay. Was ist denn das da? Das sind Kisten. Da hinten ist Sam Fisher. Glaube ich zumindest. Und das hier ist doch... Nee, sind meine Kisten. Ich dachte, das sind mehr Obelix-Kisten, aber... Okay, ja, wir kriegen Fleisch. Oh Gott, hier kommt ein Boss. Oder vielleicht doch eine Rutschpartie, wer weiß. Es sieht doch nach Rutschpartie aus irgendwie. Na Sam, was los? Ich habe eine wichtige Information erhalten. Aha. Ein Legionär hat mir anvertraut, dass vor weniger als 3 Tagen ein goldener Lorbeerkranz nicht weit von hier versteckt wurde. Du musst ihn finden. Achtung, Rutschgefahr. Ah. Ich gebe dir ein Geschenk, wenn du es schaffst, die Helme einzusammeln, die auf diesem Abhang verteilt sind. Ja, sind das jetzt 2 unterschiedliche Sachen? Also, dass wir einen Lorbeerkranz fürs Rutschen kriegen, ist ja normal. Aber er sagt, hier in unmittelbarer Nähe ist noch ein Lorbeerkranz versteckt. Den soll ich finden. Ich denke mal, das sind 2 unterschiedliche, oder? Da bin ich mir halt nicht sicher. Ich werde jetzt einfach mal den Rand nochmal abklappern. Nur weil er mich jetzt verunsichert hat von wegen... Oh, hier ist irgendwo ein Lorbeerkranz versteckt. Deswegen tut es mir leid, wenn wir jetzt einmal hier rumlatschen.
Aber es sieht nicht danach aus, als wäre das hier irgendwie in der Nähe, oder? Er meint doch bestimmt den, den wir als Belohnung bekommen. Wobei, das hat er extra erwähnt. Er hat gesagt, wir kriegen ein Geschenk. Dann hätte er doch nicht gesagt, hier ist in unmittelbarer Nähe ein Lorbeerkranz versteckt. Ah, jetzt bin ich wieder so ein bisschen zwiegespalten. Aber gut, mehr als einmal hier das Ablaufen und hier rumgucken kann ich eigentlich nicht. Vielleicht ist ja auch einer auf der Bahn versteckt. Also während des Rutschens einen einsammeln, so wie bei der Bootsfahrt. Da musste ich ja auch während der Bootsfahrt einen finden. Okay, wir rutschen jetzt einfach erstmal, weil hier ist definitiv nichts. Ich bin jetzt einmal im Kreis alles abgegrast. Und dann rutschen wir jetzt mal. Eine dritte Rutschparty. Ich freue mich. Okay. 1500 klingt erst einmal nicht viel. Erst einmal. Aber wir müssen mal gucken, was es hier alles so gibt. Da wäre zum Beispiel jetzt einer gewesen. Oh Gott. Ein Multiplikator, Mann. So wird es natürlich nicht besonders viel. Einmal 3. Wow. Okay, das ist eine schwere Bahn. Jetzt hätte ich das war alles. Nee, da kommt noch ein bisschen was. Okay, sonst wäre ich jetzt etwas schockiert gewesen. Ich brauche Multiplikator. Okay. Das ist schon besser, ja. Ich brauche mehr goldene Helme.